So Leute, wir starten ein neues Projekt. Ich habe jetzt mal ganz kurz reingeschaut, gerade das Thema Steuerung. Aber ist ganz normal das Thema Steuerung. Wir machen es auf. Legen dann jetzt hier los. So, in naher Zukunft bricht in Amerika ein Bürgerkrieg zwischen zwei Fraktionen aus, der VVA, Vereinigte Völker und der NA, Nordamerikanischer Rat. Wahlen zwischen beiden Fraktionen Hass. Ja, also, während die Technologie hat aus Soldaten lebende Maschinen gemacht. Sie werden von außerhalb des Schlachtfeldes gesteuert. Also ist es nicht mehr viel Menschliches dabei, ne? Jo. Diese Einheiten bleiben nur noch, oder bleibt nur noch weniges Menschliches, ja. Das ist wie beim Mutant World Zero. Wer das Display ja bei mir verfolgt hat, auch mit dem DLC. Das ist ja noch krasser. Da sind die Menschen ja wirklich mutiert. So in der Ende, so einer halben Ende, halb Mensch, halb Rehkipp oder Hirsch oder wie auch immer. Oder ein Elch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier, weil es ist von den gleichen Entwicklern. Sie lebt. Ja. Commander, this is Mission Navigator Eos. I need you to close all other comms and remain on this channel. Your okay. Priority should be to locate any surviving crew members and link them to the squad. Sending some rough coordinates to get you started. I'm very sorry, Commander. This unit is too badly injured. They won't make it. Okay. Medevac is coming. Dann du? Die gehört ja zu uns. So, also wir können uns verstecken mit rechter Maustaste. Ja, yep, genau, da kriegen wir sogar nochmal gezeigt. Perfekte Verstecke, feindliche Einheiten gesehen bleiben. Bis Aktivierung versteckt. Ja. Yep. So, dann hier mit Shift wählen wir die Einheit wieder aus. Verstecken uns wieder. Und können jetzt hier schleichen und jetzt können wir wieder hier entschleichen. Ja, cool. Heads up, Commander. I'm detecting a small number of NAC troops. They seem to be grouped around one of our units. Proceed with caution. So, wie weit können wir denn gehen? Oh. Okay, hier sind wir ein bisschen. Karte ist ja natürlich eingeschränkt. Ja, klar. So, hier würde ich sagen. So. You're some sort of hero? Mindlessly following orders that have been pumped in your head? Damn terrorist! Da hinten ist auch einer drin. Ja. Wir müssen aufpassen, sobald wir in den ihren Kreis sind, können wir entdeckt werden. Ich glaube, das können wir hier rumschleichen. Kampf basiert auf Zügen, ist klar. Jede Einheit hat in deinem Trupp zwei Aktionspunkte pro Zug. Das heißt, entweder zwei gehen oder eine gehen, ein Schuss. Und ich glaube, wenn du Schuss machst, kannst du nicht mehr gehen. Das ist meistens so. Eine Aktion beenden deinen Zug, genau. Wenn sie genau. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir machen, glaube ich, fangen da oben mit dem an. Der steht ein bisschen ungünstig, muss ich sagen. Prozent, ja, ganz toll.
100%, jupp. Rechte Maus, linke Maus. Got it. Linke Maus, okay. Feuer. Okay. Perfekt. So, und jetzt bist du dran. Aktivieren. Prozent ebenfalls. Ja, dann machen wir das auch. Okay, der hat das auch mitgekriegt. Es ist wichtig, während des Kampfes die Deckung zu verwenden. Das okay. Geringe Deckung verleiht einem Verteidigungsbonus von 25%, während hohe Deckung einen Verteidigungsbonus von 50% gewährt. Okay. Das Flankieren einer Deckungsposition annulliert die Verteidigungsbonus, ja, das ist klar. Bevor du dich bewegst, überprüfe deine Deckung. Eine rote Deckung gibt an, dass ein Feind diese Position derzeit flankieren kann. Okay. Wir hätten hier 50%, hätten hier aber hohe Deckung. Ne, hätten hier 25, haben keine hohe Deckung hier. Okay. Das klingt ja gar nicht so verkehrt. Er hat mich im Feuerschutz gestellt. Oh, interessant. Das macht die KI also auch. Gut. 75%. Okay. Oh, also 50% sind hier keine... und keine Garantietreffer. Ich mache hier mal Feuerschutz. Okay, du hast dich bewegt, das kann man jetzt schon mal sagen. Das ist ja echt ätzend. Hier haben wir 50%. Egal wie ich es drehen wende, überall 50%. Roger. Ja, komm. Versuchen wir es. Ja, hat geklappt. Preisfrage, kann ich die eigentlich looten? Surviving unit. Checking the status of our VTOL. The dropship was destroyed upon impact. All ordnance carried on board has also been lost. Scanning the area for alternative transport. Okay, dann lass uns mal gucken. Die gerettete Einheit hat eine stille Waffe. Was? Eine stille Waffe. Ach so, eine lautlose Waffe meine ich. Stille Waffen können im Schleichen verwendet werden und isolierte Feinde zu töten, ohne gehört zu werden. Ja, das ist cool. Perfekt. Stelle sicher, dass deine stille Waffe genug Schaden anrichten kann, um den Feind zu töten. Wenn er den Angriff überlebt, wird er die anderen alarmieren. Ja, das ist klar. Das ist klar. Alright. I found an NAC Harpy in close vicinity, unarmed, but heavily armored.
so you should be able to bully through any flak. Sending coordinates. So, gehen wir mal ins Inventar. Ich guck mir mal diese stille Waffe da an. Stille Waffe. Sagt einfach, der hat eine Schalldämpfer-Pistole, Knarre. Schalldämpfer. Schaden 4, kritischer Schaden 6. Pistole macht 3, 6. Wie sieht's hier aus? 4, 5, 3, 6. Die Pistole macht mehr Schaden, mehr kritischen Schaden als. Aber 4 Schaden machen die alle, ne? Hier. Ja, okay. Hier ist 4 Schaden. Pistole macht nur 3. Kritischer Schaden 6. Oh, die macht auch kritischer Schaden 6, die Schallgedämpfte. Aber die normale Sturmgewehr macht nur 5 kritischer Schaden. Okay. Ich muss auch mal gucken, was das dann nachher heißt. Kritischer Schaden. Ausrüstung. Ne, gibt's noch nichts. Gut. Menükarte. Lokalisiere. Gibt es immer noch Überlebende? Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns jetzt mal noch hier in dem Part ein bisschen hier um, ob hier noch irgendwas ist. Aber das Coole ist, jetzt haben wir eine stille Waffe. Also beim Mutantenpolizei konnte man ja in Gebäude rein und konnte da looten. Ich hoffe, dass das hier auch geht. Ja, das geht hier auch. Perfekt. Aber hier ist nichts. Ja, man kann ja nicht sprinten, ne, oder so. Ne, ich glaube nicht. Gut, wie gesagt, die Karte ist hier ein bisschen kleiner und auch ein bisschen ab. Aber wir gucken uns jetzt hier mal um, ob hier noch irgendein Feind ist. Aber ich glaube es nicht. Das ist so mehr so eine Tutorial-Karte. Gut, Absturzstelle, ja, wissen wir. Ist da was? Nee. Ah, Moment mal, ich muss noch kurz was gucken. Steuerung, da war doch irgendetwas. Und zwar, dass ich mit. Ich glaube, das war Q, oder? War das nicht Q? Moment, da haben X, das Gegenstände wechseln. Q. Kamera rotieren, nee, Kamera rotieren ist Q. Nee, Moment mal, taktische Höhe, bewegen, schießen, nachladen, werfen. Feuerschutz verstecken, heilen, Speziale. Okay, da gibt's noch ziemlich viel. Gegenstand wechseln, nee, Sprint. Oh doch, es gibt Sprinten. Shift, okay. Shift und L? Das muss ich gerne mal gucken, oder meinen die linke müssen wir mal gucken, was die da meinen. Wenn ich werde mir das Sprinten, glaube ich, eh anders da aufstellen. Vorwärts gehen, okay, das ist normal. Inventar, schleichen, verstecken. Ja, also sprinten wäre dann, ja, müssen wir mal gucken. Moment. Ja, hier kannst du das gerade scheiße ausprobieren. So, jetzt mal gucken. Okay, Shift ist das hier, ja. Okay, und Shift. Ja, soll ich es auf. Vielleicht stelle ich es um, mach's auf die Maus. Mal gucken, ich denke, ich werde es auf die Maus legen. Okay, ich denke, ich leg's auf die Maus, ist angenehmer. Neuerung. Sprinten, wo haben wir Sprinten? Sprinten. Hier. Und zwar hier drauf. Moment mal, ich hab das da drauf, aber das war Sprinten? Nee. Hier hin.
Okay, gut, ich habe auch hier nicht viel Platz. Okay, ne, dann ist es. Dann ist es das doch gewesen. War es nicht das, was ich jetzt gerade gedacht habe? Bitte. So, jetzt gehst du mal hier lang. Hier nach oben. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Aber irgendwie ist es seltsam. Ich habe das auf die linke Maus gelegt, aber er sprintet nicht, wenn ich es auf die linke Maus lege. Warum? Er macht es nur mit der Schiff. Ja gut, okay. Gut, kann ich jetzt nicht ändern. Hier ist nichts mehr. Nee. Dann werden wir das Gebiet... verlassen, wollte ich sagen, aber wo? Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, je. Vielleicht da oben. Ja. Hier oben. Gut, dann zum nächsten Standort reisen. Ja, bitte. Fortunately for us, the Harpy appears to be loosely guarded. Most likely the remainder of the response team. So. Also wir sehen, dass die Welten immer ein bisschen anders. Das ist ja mal so verbrannt und düster, wo man die Sicht ein bisschen schlechter ist. Jetzt ist die Sicht hier wirklich wunderschön optimal. Nee, das wollte ich nicht. Map. Das ist immer noch dasselbe hier. Das zählt wohl noch hier zu dem Gebiet dazu, wie es aussieht. Okay. Gucken wir uns hier ein bisschen um. Medizin. Okay. Holen wir. So, Medikits können in der Kampagne gefunden werden, während des Kampfes zur Heilung von Schaden verwendet werden. Ja, das ist schon logisch. Du kannst Medikits auch außerhalb des Kampfes im Fenster Ausrüstung verwenden. Okay. Also unser erstes Medikit. Ja. Aber echt schönes Spiel. Commander, you are free to approach your objective however you like. Use sneak to scope out objectives and look for weak points. Or use brute force to attempt to overpower the enemy. Jupp, das können wir dann sehen. So, Notiz eines Zivilisten. Gucken wir uns das doch mal an. Umzug in die Stadt. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber Präsident Ford hat echt hat recht. Die VVA sind Monster, die uns arbeitsarmen Amerikanern alles weggenommen haben. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht und wollte nie in die Stadt ziehen. Aber nun treiben uns diese beschissenen Terroristen immer weiter in Richtung Hauptstadt. Ich hoffe, das Haus steht noch, wenn wir zurückkehren. Okay. Unsere erste Notiz. Okay, da haben wir schon mal einen Gegner. Okay, also als erstes. Damn straight.
bist mein lautloser Killer. Überfall. Oh, sag mir bitte, dass du den gekillt kriegst. Ja. Jemand was gehört? Negativ. Achso, wir müssen die erst aus ihrer Deckung holen. Gut. Ja, genial. Korrekt. Oh, keine 100%. Warum das? Alles. Eliminated. 100%. Let's go. Okay, let's go. Ich kann die nicht looten, ne? Ne. Gegner kannst du nicht looten hier. Wir haben eine Granate. So. Konfig-Granaten können in der Kampfzone gefunden und während des Kampfes geworfen werden. Okay. Konfig-Granaten lassen sich mit verschiedenen Effekten konfigurieren, bevor sie geworfen werden. Okay. Die verfügbaren Effekte hängen von den Truppenverbesserungen ab, die du durch das Abschließen von Missionen freigeschaltet hast. Oh, cool. So, wir gucken jetzt erstmal, was hier noch so außen ist. Das ist eigentlich nichts, okay. Ich muss auch jetzt gucken, was haben wir hier noch an Gegnern. 1, 2. Okay, das wird ein bisschen ein härterer. Ein Vollstrecker. Okay, dann wäre es gut, wenn ich erstmal die zwei da los würde kriegen. Das wird deine Aufgabe sein.
Ich muss gucken, dass ich so schnell wie möglich für jeden dann eine lautlose Waffe kriege. Wenn die mich das Licht eigentlich sehen? Ja, ich weiß es nicht. Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Radio anmachen. Okay, mach mal bitte an. Hey, what was that? Are working hard to keep you safe. Your responsibility is to help them help you. So make sure you do what they ask of you without question. It's as easy as ABC. Dass das jetzt keiner hört. Nice. Kann ich das jetzt nochmal machen? No. Die Frage ist, kann ich den jetzt auch noch, kann ich das hier vielleicht noch irgendwo machen? No. Irgendwo einen ablenken. Wenn nicht, müssten die anderen zwei, ja gut, das könnte man eigentlich machen. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das ist so die Möglichkeit, wo ich sehe. Er kümmert sich erst um ihn hier. Und die anderen zwei. Okay. Na, das gehen sie zu dem. Ja. Das ist eine Möglichkeit, genau. Könnte man vielleicht mal die Granate testen oder so vielleicht. Was macht denn die Granate eigentlich für einen Schaden? Lass mal kurz gucken. Inventar. Inventar. Was haben wir denn da? Medikit-Granate. Was machst du an Schaden? Geht hier nicht. Oder? Steht das vielleicht hier irgendwo? Unten? Renngranaten. Nur verwendete Gegenstände. Nee. Also warum sieht man das nicht? Ich würde schon gern wissen, was die Granate für einen Schaden macht. Hm. Ja gut. Dann halt nicht. So, stopp. Aufteilen. Verstecken. Der Typ wird eine harte Nuss, das ist schon mal klar. 1, 2, 3, 4. Ah ja, das wird übel. Den krieg ich mit denen nicht geknackt, weil die Waffen machen nur 4 Schaden. Das sind 8. Oder?
1, 2, 4, 6, 8, der hat 10 Leben, ey. Eieieiei. Bewegst du dich eigentlich weiter, nur mal so nebenbei? Die Frage ist, würdest du das vielleicht mitkriegen, wenn ich den da oben erledige? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Würdest du das mitkriegen da hinten? Ja, würdest du. Kann ich dich vielleicht nicht noch irgendwie locken? Irgendwas. Komm schon, irgendwie kann ich dich doch bestimmt noch mit was locken, oder? Das Rad hier nur einmal, ja gut, klar, weil da liegt doch die Leiter, das würde ja voll auffallen dann. Ja gut, ist nicht anders dazu machen, ne? Ne, es gibt hier einfach nichts mehr, was ich ihn jetzt da locken kann. Moment mal, vielleicht kriegst du das doch nicht mit, wenn du nicht hinguckst, oder? Bewegt sich aber auch kein Millimeter, der Saftsack. Nee, egal wie ich es drehen wende. Prozent. Na, jetzt wird es. Das ist ja ätzend. Hier 100% wäre Deckung. Got it. Ja, dann ist der auf jeden Fall mal weg. Moment mal, du hast das gar nicht mitgekriegt? Oha, geil. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Dann kriegen wir ihn. Dann ist das, glaube ich, kein Problem, den zu kriegen. 100%. Wir nach vorne. Jetzt würde ich mal gerne wissen, wenn ich die Granate werfen will. Moment, da haben wir es. Granate werfen. Wow, das Ding würde richtig Damage machen. Also das ist richtig gut, okay. Aber brauchen wir hier nicht, weil du machst jetzt Minimum 4 Schaden. 25% kritische Chance, machst du vielleicht sogar 6 Schaden. Natürlich aktivieren wir dich. Hast du hier schon 100%? Ja, so mit Crit-Schaden, ja. Sehr gut.
Und der ist weg. Confirmed. Nicely done, Commander. That's our ride secured. Perfekt. I will update you from inside the Harpy. Let's go. Okay, könnten wir jetzt besteigen. Ich glaube, dann geht es hier weiter. Aber ich würde gerne wissen, ob es noch hier irgendwas zu looten gibt. Und deswegen machen wir das jetzt wieder. Moment, da war was, oder? Jetzt war ich hier schon drin. Ja, stimmt, hier war ja das gewesen. Ne, hier gibt es leider noch nichts zu looten. Aber die Granate ist böse, weil die macht richtig krassen Schaden. Was mich jetzt ein bisschen aufregt, dass ich bei Shift, ja, aber ich habe Sprinten auf die linke, auf die Maus gelegt. Macht der aber nicht. Das kann doch nicht sein. Ich mach's jetzt mal hier drauf und guck mir das an. Der übernimmt den Mausbutton nicht. Nee. Auf die Maus liegt das. Er legt es mir einfach nicht auf die Maus, sehe ich gerade. Ach, Mist. Ja, das wird jetzt ein bisschen angenehmer, aber gut. Müssen wir es halt so machen, dass wir jetzt. Gut, also hier gibt es nichts mehr zu looten. Aber man sieht, man hat hier so viele Möglichkeiten, was zu machen. Und sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay, los. Okay, Bonus, hier gab es keins. Belohnungen. Ein aktives Implantat. Obwohl die vergrößerten Gliedmaßen eine fast unerschöpfliche Batterielaufzeit haben, ist ihre maximale Stärke absichtlich eingeschränkt. Dieses Modul überschreibt kurzzeitig die Beinbeschränkung, was einen einzigen unmenschlichen Sprung ermöglicht. Oh cool, wir können also hier so oben drauf. Belohnung. Einer kann mit weit springen, wirft Feinde außerdem zurück. Okay, nächste Belohnung bitte. Truppenverbesserung. Verleiht dem Trupp die Fähigkeit, gewöhnliche Sprenggranaten in Antipersonen- und Brandgranaten zu verwandeln. Werden diese gegen eine harte Oberfläche geworfen, verursachen sie einen lokalen Napalmbrand, der an jeder Oberfläche haftet, mit der er in Kontakt gerät. Belohnung 2 Feuerschaden über 2 Züge lang. Oh, Alter. Gut, ich bin jetzt eher am Ende. Commander, I am patching directly into the Harpy's onboard computer. Operation Data incoming. Five hours ago, an NAC communique was intercepted.
which highlighted the activation of a weapon of mass destruction. Codename Savior. The exact location of this site is unknown. We believe that this weapon is to be used in a retaliatory strike against the UPA. Your mission is to locate and secure Savior at any cost. Gut, Leute, ich mache jetzt hier einen Cut halt auch, weil bei mir ist hier gerade richtig Bohrmaschinenkrach, wie verrückt, ey. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir, wie es hier weitergeht. Bis dann und ciao.